Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Buttonkaiters, die Schwingen der Ewigkeit und der verlorene Ozean. Während ich hier von der Sonne halb geröstet werde und wahrscheinlich innerhalb der nächsten 10 Minuten nichts mehr sehen kann, werde ich einfach mal eine weitere Folge aufnehmen. Wir sind auf dem Weg in die Himmelsalpen des Celestial Alps und dafür müssen wir erstmal wieder zu Drachilein. Drachilein, wo bist du? Drachilein, komm zu Papa oder Mama, wie auch immer du mich siehst. Ja, wir wollen den Drachen besteigen. Nicht das, was ihr wieder denkt. Pfui. Da, Himmelsberge. Also Himmelsberge, nicht Himmelsalpen. Stimmt, Alp. Ah, okay. Sieht eher nach Dschungel aus. Ach so, nee, okay. War nur das erste Bild. Himmelsberge. Wow! Junge! Sag doch Bescheid, dass du da bist. Burning Woman. Na, mal gucken, wie wirkungsvoll Wasser hier ist. Hoffe sehr, weil sonst muss ich mal wieder das ganze Deck umstellen. Oder auch nur bei ihr, weil bei den anderen kann ich es nicht. Also zumindest nicht, was das angeht. Ja, ist normal. Das reicht mir ja. So. Sollte so okay sein. Wow. Einmal scheint die Sonne hier rein und schon ist eine Affenhitze hier drin. Unglaublich. Wow. Das ist jetzt nicht so wenig, was das Ding gegeben hat. Okay, ich meine, das Item ist mir ziemlich egal, aber... Canis Minor. Sehr schön. Ist hier unten noch was, weil da hinten kam ja immerhin die... Die Fledermaus, Fledermaus hier. Ist auch ein Durchgang. Bleib erstmal am Boden der Tatsachen. Weil ich schätze mal. Okay, nee, das ist hier für irgendeinen Rückweg. Vermutlich, wenn man irgendwann, vermutlich kann man dort denn zurück und heilen, weil es so kurz nach der Hälfte ist oder so. Hä? Was war das für ein Geräusch? Was war das? Ich habe das Gefühl, wir müssen ich besiegeln, besiegen. Das sind sehr komische Fliegen, wie es scheint. Ich weiß nicht, wie ich sie sonst bezeichnen soll. Hier, friss Fleisch. Ja, Mist, hab mich verziert. Aber Licht wirkt äußerst gut. Und ja, das hat funktioniert, wie ich es wollte. Wobei ich schätze mal, Wind jetzt nicht die allerbeste Entscheidung war. Nee, überhaupt nicht. Ja gut, aber ich hatte ja die Wahl zwischen Wind und Wind. Da ist Wind, denke ich, okay. Und ertrinke. Ja, es läuft doch.
Mist. Na okay, schwach sind sie nicht, aber ist auch keine wirkliche Herausforderung. Oh. Oh. Die können sich suiciden. Nicht so schön. Na, na, bist du, bist du? Na gut, Kellis, wenn du eh nichts anderes machen kannst, bewirf sie mal mit einem Schild der Anmut. Oh, okay. Hätte bei beiden eh, wäre bei beiden jetzt eh auf das hinausgekommen. Dann sollte man das auch nutzen. Ja, Gibberry kann das ja nicht. Nicht so wie Kellis. Ich meine, guckt euch das an. Asuina scheint ein beliebtes Opfer zu sein. Ich glaube, die Fliegen haben so lange Russel, weil... Ach, ey. Was soll das schon wieder, Max? Hä? Kannst du die Witze nicht verkneifen? Ja, auch jeweils 8000. Und Stroh. Warum liegt hier Stroh? Dieses Stroh wird zu einer bösartigen Voodoo-Puppe, wenn es mit einem dunklen Fluch belegt wird. Okay. Ich werde Serena mal ein bisschen heilen. Hab ja noch Schaschlik dabei. Und zwar relativ viel. Nee, Kebab. Schischkebab. Nicht Schaschlik. Sollte also jetzt... ein bisschen besser. Ich hoffe, ich finde bald ein... Ich finde bald was, was ähnlich gut ist. Okay, das geht jetzt die ganze Zeit so. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das unten dabei das erledigt habe. Jo, da bin ich wieder und ich habe zwei ganz tolle Waffen gefunden. Einmal das Wasser der Wahrheit. Das tatsächlich sogar eine 1er-Kombo hat. Finde ich großartig. 183 Angriff ist ziemlich viel. Und ein Efriti-Säbel, ich denke mal von Ifrit, abgeleitet. Der ähnlich stark ist, aber auch Feuer. Das ist jetzt einfach mal beides im Deck und natürlich ist da auch ein Gegner. Wie sollte es auch anders sein? Ich habe keine Ahnung, wie ich da denn hinkomme. Aber den Gegner kann ich euch zeigen, weil jetzt gleich wieder zu schneiden wäre ein Bullshit. Da. Und ja, ja, Sonne, ich weiß, du bist da. Nach der Folge setze ich meinen Hut auf. Dann sehe ich dich nicht mehr. Hoffe ich. Schade, gerade hatte ich einen One-Hit mit ihr geschafft. Der hätte zum Beispiel gereicht. Das hat Gibberry. Siegfried, nochmal. Also findet man hier wieder coolen Stuff. Ich vermute jetzt mal, so komme ich zu der Kiste. Ja, komme ich. Okay, okay. Ich sehe für dich in dieser Aufmachung keine Zukunft. Okay. Ich hoffe, da hat jetzt irgendwer verstanden, der jetzt zuguckt oder erkennt es. Auch wenn meine stimmliche Imitation logischerweise ziemlich scheiße war. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Wir müssen jetzt die ganze Zeit ganz viele von den Viechern erledigen.
Und naja, leicht frustrierend finde ich das schon, aber so ein Gebiet muss es auch geben. Und ich glaube, es ist auch an und für sich gut, dass gleich das wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht so viel gegrindet hätte wie ich, würde das das wahrscheinlich sehr gut ausgleichen. Mir ist mir so aufgefallen, dass ich die, zum Beispiel den Spezialangriff eigentlich längst rauslassen könnte, da sie einfach mal so viel schwächer sind als schon die normalen Waffen teilweise. Magische Boden! Aus Dragonborn, damit bin ich jetzt voll geheilt und für 3 Tage satt. Nee, ich glaube, das mit den 3 Tagen satt. Mit den 3 Tagen satt, das waren die Lembas-Brote. Die aber auch fressen wie Tic-Tacs. Wobei, so viele Tic-Tacs sollte man auch nicht essen. Ich sollte mal an Vergleichen arbeiten. Hasserfüllte Poppe. Hier, trink das. For your sake. Ja, yeah, okay. Ich lasse es. Ich lasse es. Weißt du, kriegst halt ein paar KP-Prozentual dazu, aber sollte trotzdem wehtun. Ja, geht so. Okay. Nee, brauche ich nicht. Habe ich lieber ein bisschen mehr Knete. Knete war das Wort, was ich gesucht habe. So, und ich muss ja komplett wieder rum, nur um an diese Kiste zu kommen. Wow. Also, das kann ich jetzt natürlich ziemlich lang ziehen. Oder ich schnipsel alles. Bin gerade echt nicht sicher, wie ich es machen soll. Also ich glaube, die Folge hier mache ich jetzt noch so und danach werde ich einfach die... Einfach um Zeit zu sparen, damit ich das nicht auf irgendwie 20 Folgen mache oder so. Das sind immer sagen, wo ich jetzt hingehe als nächstes und diesen, weil ich schätze, ich muss hier, um alles mitzunehmen, sehr viele Rundwege machen. Werde ich denn schneiden? Weil es ist doof. Es ist echt doof. Zumindest jetzt für sowas. Als normales Gebiet, wie gesagt, habe ich kein Problem mit, aus dem Zeigen ist es halt sterbenslangweilig dann. Und ich meine, ihr müsst ja schon mich ertragen und dann auch noch bei sowas dolle Eintönigen. Sonne. Ich krieg schon wieder Kopfschmerzen. Das ist großartig. Irgendwie habe ich es gerade mit den Einsen, kann das sein? Na los, Mädchen. Zieh einem was über die Rübe. Genau so. Das, wenn so richtig grelles Licht ist die ganze Zeit. Ich bin super auf den Sack. Vor allem, ich krieg da halt wirklich sehr, sehr schnell Kopfschmerzen. Ist nicht, ist das denn jetzt Migräne? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich mal gehört, dass das da so mit zuzielt. Macht auf jeden Fall keinen Spaß. Ja gut, ich glaube, Schmerzen sollten auch keinen Spaß machen. Oh, er lebt noch. Der Kleine. Eingefrorene Fliegerich. Fliegerich. Wow. Mein Humorlevel sinkt und sinkt weiter. Und... Okay. Ich würde sagen, ja, die Kiste hole ich auf jeden Fall noch. Waterblade. Nochmal. Das gefällt mir.
gefällt mir. Ja, hier an der Stelle mache ich doch, ich mache hier an der Stelle nochmal Pause. Auf zu der Kiste. Und gehe dann wieder da hoch, wo wir zuerst waren. Und mache dann noch ein bisschen weiter. Die Folge wird dann wahrscheinlich ein bisschen länger am Ende, aber es ist mir gerade Wurst. Einfach bloß damit ihr jetzt wisst, ich zeige euch dann, was in der Kiste war. Not expecting much of a fight. Cool.